Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 7. Februar. Heute mit Intel-Drohnen, Motorola, Amazon und Netflix, Samsung und N26. Beginnen möchte ich aber mit dem Super Bowl, der ja gestern bzw. vorgestern, je nach Sichtweise, begonnen hat und nicht nur begonnen hat, sondern natürlich auch beendet wurde, und zwar mit einer riesigen Aufholjagd der New England Patriots, die die Atlanta Falcons geschlagen haben. Darum geht es mir aber nicht, sondern geht es mehr um die Halbzeitshow, die war von Lady Gaga, die jetzt auch für mich jetzt gerade nicht relevant ist, sondern der Beginn der Show, denn da sind 300 Shooting Star Drohnen von Intel eingesetzt worden, die halt Bilder an den Himmel gezaubert haben. Das kann man schwer beschreiben, guckt euch das ruhig mal im Netz an. Unter anderem haben wir einen Link zu einem Artikel von den Kollegen von Mobile Geeks in den Shownotes. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen Video gucken. Die Show wird übrigens nicht live gemacht, also das Teil mit den Drohnen, das wird nämlich vorab aufgezeichnet, weil während der Veranstaltung darf man nicht fliegen über dem Stadion. Ja, ansonsten hätte man das wohl auch live machen können, denn die Dinger scheinen wirklich ja was zu können. Anderes Thema, was ich auch gestern schon hatte, ist Motorola. Die haben ja mit Hinblick auf den Mobile World Congress in Barcelona ihre Webseite bzw. ihren Webshop einfach offline geschaltet und einen Countdown eingesetzt. Ich habe ja gestern noch spekuliert, ob das jetzt so schlau ist oder nicht und was dahinter steckt. Und jetzt kam raus, dass anscheinend Motorola in Deutschland in Patentstreitigkeiten verwickelt ist und eventuell das eine Maßnahme war, um den jetzt erstmal aus dem Weg zu gehen, also den Shop offline zu nehmen. Ist ein bisschen komisch, denn die Geräte können immer noch auf Amazon beispielsweise gekauft werden. Von daher interessantes Thema. Ich behalte da mal ein Auge drauf, ob da noch was passiert. Anderes Thema, wo was passiert, das sind Filmrechte. In Amerika gibt es das Sundance Film Festival schon seit x Jahrzehnten. Besonders beliebt auch bei unabhängigen Independent-Filmemachern. Und die stellen dort ihre Filme vor und dann kommen halt die Filmstudios und auch die Fernsehstudios und die gucken und dann kaufen sie sich die Rechte, um die Filme dann entsprechend zu zeigen. Und heutzutage tauchen da auch Amazon und Netflix auf und kaufen sich die Rechte für ihre Streaming-Plattform. Und das haben sie diesmal auch gemacht und haben da enorm viel Geld auch gelassen. Und hier empfehle ich wieder unsere Shownotes mit einem Link zum Artikel beim Stadt Bremerhaven-Blog vom Kashi und da könnt ihr noch ein paar Details sehen, wer für was wie viel Geld ausgegeben hat und ob das dann die Plattform eurer Wahl ist, wenn ihr halt bei Netflix seid oder eben bei Amazon. Und dann wisst ihr schon, was euch da bald mal ja, zur Verfügung steht zum Gucken. Anderes Thema Smart Home. Samsung hat jetzt Purge gekauft. Purge war ein Startup, das hat theoretisch Laptop-Kameras und Smartphone-Kameras in ja, Webcams verwandelt, um das zu Hause zu überwachen. Um es mal so zu umschreiben. Ja, und da hat Samsung jetzt zugegriffen. Das macht auch Sinn. Das passt in deren Strategie für Smart Home rein. Und hat eben Purge gekauft und integriert die jetzt in ihr Team. Purge funktioniert übrigens auch schon bereits mit SmartThings. Das ist ja eine Technologie von Samsung, beziehungsweise eine Technologie, die Samsung auch erst vor einem Jahr, glaube ich, gekauft hat. Also es passiert da wirklich sehr viel. Gleichzeitig hat Samsung auch noch in SoundHound investiert. Das ist eine Musikplattform, die unter anderem wie Shazam zum Beispiel auch Musik erkennen kann. Und ja, da legen sie so ein bisschen die Grundlage anscheinend wirklich jetzt für ihre Smart Home Initiative. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wie sie sich da so entwickeln und die ganzen Dienste integrieren. Auf jeden Fall Shopping-Tour von Samsung, sag ich mal. Und wenn ihr shoppen wollt und vielleicht ja, mehr Geld benötigt, als ihr habt, dann ist vielleicht Kredit eine Möglichkeit. Und ja, Kredit gibt es jetzt ganz einfach bei dem Banking-Startup N26. Denn die bieten jetzt Echtzeitkredite per Smartphone an. Und ja, auf dem Smartphone sagt ihr, was ihr haben wollt. Ihr könnt zwischen 1.000 und 25.000 Euro mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren beantragen. Das wird dann halt geprüft, also eure Bonität, und entsprechend werdet ihr dann freigeschaltet und müsst dann halt monatlich meinetwegen den Kredit dann logischerweise abbezahlen. Und ja, das hatte ich jetzt eigentlich auch nicht so erwartet, auch gerade in der Höhe und mit kompletter Prüfung. Spannend, spannend auch, ob die Kunden das überhaupt annehmen wollen, denn N26 stand ja durchaus in der Kritik in letzter Zeit und
ja, wenn die Nutzer eh schon wenig Vertrauen in die Plattform haben, haben sie dann Vertrauen auch, einen Kredit dort aufzunehmen? Wir werden es sehen. Spannendes Thema. So, und das war's für heute schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Start halt in die Arbeit, wenn ihr heute arbeiten geht, oder ein schönes, ja, macht was Schönes, wenn ihr Zeit habt. Und wenn ihr auch morgen früh Zeit habt, dann hört wieder hier rein. Ich habe bestimmt ein paar Themen für euch. Und sag bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.